Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute besprechen wir einfach mal die Aldi-Produkte, die jetzt in diesem Jahr, wenn halt kein Verkaufsverbot stattfindet, verkauft werden. Ein Kollege aus dem Feuerwerkforum war anscheinend vor Ort und hat da die ganzen Bilder aufgenommen bei der Ausstellung. Erstmal vielen Dank dafür. Und das Prospekt werde ich dann auch nochmal genau unter die Lupe nehmen und dann für euch eine 50-Euro-Einkaufsliste, 100-Euro-Einkaufsliste wahrscheinlich machen, wenn es euch interessiert. Genau, so viel dazu. Und genau, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video und ich freue mich schon total auf das Lidl und das Norma-Prospekt, weil das wäre für mich sehr interessant. Aber Aldi hat auch richtig schöne Sachen, ist im Endeffekt das gleiche wie bei Lidl, Weko, nur umgelabelte Sortimente, aber gut. So. Viel Spaß mit dem Video und ihr könnt euch jetzt schon mal eine Einkaufsliste machen, wenn ihr dazu Lust habt. So, beim ersten Bild sehen wir schon gleich zwei Batterien. Auf der rechten Seite die Van Gogh Batterie, 83 Schuss, und auf der linken Seite eine Fontänenbatterie, 80 Schuss. Ja. Die Fontänenbatterie würde ich euch nicht empfehlen. Dafür gibt es eine bessere Alternative, die werde ich euch unten dann zeigen. Die Van Gogh Batterie tatsächlich, die hat zwar etwas kleinere Zerleger, das seht ihr hier auch. Das sind 15 mm, 45 Sekunden Brenndauer. Ja, 15 mm, aber ich kann euch eins sagen, die Van Gogh Batterie hat wirklich, wirklich schöne Farben, beziehungsweise ist einfach eine abwechslungsreiche Batterie. Und für 690 bekommt er da auch einiges an Leistung. Sind wie gesagt 45 Sekunden und eben auch kleine Zerleger. Vor allem am Schluss macht einfach Spaß. Ihr könnt euch gern einmal mitnehmen. Ist nichts Besonderes, aber halt für die Abwechslung gut. Die rechte zu empfehlen, die linke eher nicht. So, jetzt kommen wir zu schönen Artikeln. Zumindest rede ich hier von den Schweizer Vulkanen. Davon hatte ich auch, ja, ich glaube, drei oder vier Stück vorletztes Jahr gekauft. Für 8,99 dieses Jahr geht noch in Ordnung. Auf jeden Fall sind die Vulkane wirklich, wirklich mächtig. Sagen wir einfach mal, ihr feiert mit eurer Familie oder mit einer Freundin. Zum Beispiel meine Freundin hasst Böller über alles. Ist natürlich super für mich, haha. Und dann hat man halt Vulkane und die kann man eigentlich nicht hassen. Die machen wunderschöne Farben und vor allem die Vulkane, also wirklich, die sprühen extrem hoch. Wirklich extrem hoch. Und mir gefällt einfach total die Farbkombination. Also wirklich, diese Vulkane, die sind sowas von zu empfehlen. Und jetzt denkt ihr 9 Euro. Ja, 9 Euro, selbst für 10 würde ich die mir noch kaufen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also für mich sind die wirklich richtig, richtig geil. So, hier haben wir die Witchcraft für 13,99, 30 Sekunden Brenndauer. Bei der Batterie muss ich tatsächlich sagen, die ist auch zu empfehlen, auch für 13,99. Hat eine relativ schnelle Schussfolge und dementsprechend schauen die Zerleger auch ein bisschen größer aus, auch wenn das Kaliber wirklich klein ist. Aber hier haben wir eigentlich einfach wieder die Abwechslung. Aber wenn ich ehrlich bin, ich würde euch die hier empfehlen, die Van Gogh für 6,99. Die ist halt ein bisschen teurer, hat ein bisschen mehr zu bieten, aber wir reden hier von Abwechslungen. Also eher die Van Gogh und nicht die. Hat sich die Sache eigentlich auch schon. Ach, da unten die Gladiator, wie dem auch sei. Ist mir auch egal, wie man das Teil ausspricht. Das ist einfach nur scheiße. Vielleicht kommt es weiter unten. Kostet wahrscheinlich 20 Euro, 36 Schuss. Die langweiligste Batterie, die ich jemals in meinem ganzen Leben gezündet gesehen habe und nie wieder in meinem ganzen Leben kaufen werde. So. Hier haben wir Raketensortimente. Ich bin ein Fan von Raketen. Ich glaube, das wisst ihr überhaupt nicht. Bei den Weko-Raketen ist es tatsächlich immer das Phänomen, vor allem bei den großen. Ihr wisst halt nicht, ob da eine Bombette drin ist oder eine kleine Kugelbombe bzw. Shell. Die Shell macht's richtig geil, die Bombette macht's richtig langweilig. So, in den kleinen Raketen sind die Bombetten natürlich enthalten, aber bei den großen Raketen, ich weiß nicht, wie es wieder dieses Jahr ist, aber es ist halt richtig nervig einfach, wenn eine scheiß Bombette rauskommt anstatt eine Shell. Dementsprechend stimmt dann auch die NEM-Anzahl nicht. Wenn eine NEM von 20 Gramm, die maximale zulässige NEM-Anzahl, die drin sein darf in Deutschland, lächerlich, haha, würde nicht stimmen, wenn eine Bombette drin ist. Deshalb auch eine Irreführung. Irreführung, genau. Also, welches Sortiment könnte ich denn da empfehlen? Ja, es ist schwierig, Leute. Es ist wirklich schwierig. Also das für 499 auf jeden Fall. Das sind alles Zerlegerraketen.
Und dann habt ihr da noch so Kleinzeug drin. Das würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, das Lollipop für 4,99 €. Da würde ich sogar zwei Sortimente mit euch einpacken bzw. mitnehmen. Und von den Sortimenten hier, also das in der Mitte für 18,90 € auf keinen Fall. Das lohnt sich überhaupt nicht für mich. Dann hier das für 9,99 € ist im Endeffekt das Highspeed Bombs von Lidl. Das, ja, wenn es halt wieder diese Shell- und Bombettenfüllung, dieses Mischmasch-Gedöns da, dann lohnt sich das für mich ganz ehrlich auch nicht. Aber ich würde es einfach mal zum Testen einmal mitnehmen. Alle anderen Sortimente sind für mich irrelevant. Also dieses, ich sehe den Namen jetzt nicht, ich kenne halt nur das Highspeed-Bomb-Sortiment. Hier das in der Mitte links würde ich empfehlen. Und das hier unten auf jeden Fall für 4,99 €. Ja, keine Frage. So, dann haben wir ein Verbundsfeuerwerk, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber ich kenne es so erfahrungsgemäß, dass sich Verbünde überhaupt nicht lohnen, wenn man die im Discounter so kaufen kann. Es sind im Endeffekt mehrere Batterien zusammengebastelt, die ihr selber zusammenbasteln könnt und einzeln viel günstiger einkaufen könnt. Dazu werde ich jetzt nicht mehr sagen. Genau, so, dann haben wir noch den Drachenzauber für 6,99 €. Hatte ich noch nicht, aber es ist halt eine Fontänenbatterie, müsst ihr abwägen, ob ihr die kaufen wollt oder nicht. So, hier haben wir eine Batterie für 15,99 €, 44 Schuss, und diese Batterie, die würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Die hat wirklich mächtige Kaliber enthalten, hier seht ihr auch 25mm, auch nur teilweise. Aber die Zerleger, die da rauskommen, sind zum Teil wirklich sehr beachtlich. Man könnte sogar meinen, es sind 30mm zum Teil. Für 15,99 € würde ich die mir auf jeden Fall einmal mitnehmen dieses Jahr. Hier wieder Verbundsfeuerwerk, irrelevant für mich. Dann wieder die Raketen, haben wir erst schon besprochen. Genau, die hier eine Batterie für 2,99 €, 16 Schuss. Die kenne ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht. Ja, das ist jetzt wirklich schwierig. Schauen wir mal. Müsste eine bessere Artus sein, weil 14mm dort und 13mm bei der Artus. Ja, also für 2,99 € würde ich mir da auf jeden Fall 3 bis 4 Stück mitnehmen. Einfach nur zur Abwechslung. Es muss nichts Besonderes sein, sind aber faktisch Zerleger, auch wenn sie klein sind. Und da die Artus, die würde ich mir auf jeden Fall nicht kaufen. 10 Schuss anstatt 16 Schuss, da haben die ja einiges gespart. Das ist ja der Wahnsinn, Leute. 6 Schuss weniger. 10 Schuss, nein, auf keinen Fall, hau ab. Ganz bestimmt nicht. Das kommt mir ganz bestimmt nicht in die Tüte, sag er mal. Dann auf jeden Fall diese Batterie für 2,99 €. Verbundsfeuerwerk, interessiert mich nicht. Hier haben wir dann eine Galaxy für 100 Schuss. Für 100 Schuss sage ich schon. Für 9,99 € sind anscheinend 2 Feuerwerksbatterien, kann ich wenig zu sagen. Sind wahrscheinlich einfach nur Kometen, die aufsteigen. Müsst wieder ihr entscheiden, ob ihr das haben wollt oder nicht. So, jetzt kommen wir endlich mal zu einer wirklich richtig geilen Batterie. Und zwar die Heavy Metal Reloaded für 12,99 €. 19 Schuss, 30mm, fette Zerleger. Ich habe sie selbst gezündet. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist auch eine Pyromold-Batterie, bedeutet, wird maschinell hergestellt, somit hat man auch keine Fehlerabweichungen und es ist alles richtig sauber verarbeitet. Ich stehe total drauf, bin ich ganz ehrlich. Hier haben wir eine Poison für 3,99 €, kann man sich einmal mitnehmen, 16 Schuss. Und genau, wer kennt sie nicht, dazu brauche ich wirklich nichts sagen. Würde ich mir aber nur einmal mitnehmen. 3,99 € war mal auf 3 oder 2,99 €, ja, 3 Euro. Ist jetzt 1 Euro teurer geworden. Mei, ist halt so. Hier haben wir die Rockstar Batterie, 20mm, würde ich mir nicht holen, ist einfach für mich zu langweilig. Die Twagon Fire, 51 Schuss, 25 oder bis 25 mm Kaliber für 20 Euro. Wenn ihr jetzt nicht so viel Geld übrig habt und ihr sucht eine anständige Finalbatterie, in Anführungszeichen, würde ich die euch einmal empfehlen. Einmal, ja, aber für mich wäre es jetzt eher nicht so wichtig, weil ich habe da andere Marken, Dropic, Funke und so weiter und so fort. So, Blowout für 20 Euro, 27 Schuss, 30mm.
Kann ich wenig zu sagen. Die wäre echt interessant. Die muss ich mir mal anschauen. Schreibt sie in die Kommentare, falls ihr die kennt. So, hier geht's weiter mit der Tristan Batterie 19 Schuss. 4,99 würde ich mir zweimal kaufen. Ja, ich würde es mir zweimal kaufen. Ist ebenfalls für mich eine schöne Abwechslung. Schöne Zerleger, nicht groß. Aber mir hat sie einfach total gefallen. Und ist eben wieder auch sehr sauber verarbeitet, da maschinell hergestellt. Gladiator, oh Gott, Gladiator, geh bloß weg von mir, ganz ehrlich. Du bist die beschissenste Batterie, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. So, hier kommen wir dann zur Double Power. 10 Stück für 3,99. Also wirklich die kleinen Bombenrohre, die haben es wirklich in sich, ja. Schöne Zerleger oben. Und das ist wirklich so, es macht einfach richtig Gaudi. Es macht richtig Spaß, ja. Weil wenn ihr so ein richtiger Böller-Freak seid, wie ich zum Beispiel, ich habe noch, nicht tonnenweise, aber wirklich kiloweise Böller zu Hause. Und irgendwann wird es dann halt auch zu viel, vor allem wenn der BKS-Böller zündet. Ey, ohne Scheiß, das Zeug blendet euch irgendwann so sehr, dann seht ihr gar nichts mehr für einige Zeit. Dann ist sowas zum Beispiel als Abwechslung einfach richtig, richtig geil. Genau so, Supernova für 30 Euro. Und da würde ich sagen, ja, ich würde es mir kaufen, wenn ihr ein Familienfreund seid. Das ist so eine richtige Familienbox. Ihr habt viele Leuchtsachen drin und sogar, so viel ich weiß, zwei. Ich habe es mir selbst mal gekauft. Aber ich bin mir nicht sicher, wie viel. Auf jeden Fall habt ihr auch Zerlegerbatterien drin, aber nicht viel. Ich glaube nur zwei Stück. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber 30 Euro ist schon ein bisschen viel dafür. Aber wie gesagt, für die Familie tut man ja viel, ne? So. Hier haben wir F1 Feuerwerk, für mich irrelevant, brauche ich nicht. So. Jackpot für 6,99 würde ich mir kaufen. Schöne Abwechslung, auch wenn es wieder ein bisschen überteuert ist. Und jetzt kommt's Art of Light oder Art of Light. Genau, Art of Light. 9,99. Würde ich mir einmal mitnehmen. Ist wieder eine schöne Abwechslung. Alles eine schöne Abwechslung. Pegasus 2,99. Die hatte ich bis jetzt noch nicht. Kann ich wenig zu sagen. Dann haben wir die Parsival-Batterie für 6,99. Und die würde ich mir eben auch holen. 72 Schuss. Wieder eine schöne Abwechslungsbatterie. Es macht einfach richtig, richtig, richtig Laune. Genau. Ihr habt Leuchtkometen und Zerleger drauf, wenn ihr das wissen wollt. So, hier haben wir eine 1599 Euro Batterie, 50 Schuss, 20 mm. Da kann ich wirklich, wirklich zu sagen, die lohnt sich, die lohnt sich, die lohnt sich. Ihr habt wirklich schöne Zerleger, wirklich harte, große, schöne Zerleger mit drin, auch wenn es nur 20 mm sind. Diese Batterie hat mich wirklich überrascht und überzeugt, deshalb würde ich sie mir dieses Jahr wiederholen. Ist für mich etwas mehr als Abwechslung. Verbund, tschüss, geh weg. Wieder Verbund, tschüss, geh weg. Verbund, irrelevant. Alter Schwede, wieder Verbund. So, Artus für 2,99, die hatten wir schon. 10 Schuss, Leute, die waren mal bei 16. Was ist denn los? Big Bombastic, 20 Schuss. Hä? Okay. Die muss ich mir anschauen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Big Bombastic findet. Für mich auf jeden Fall sehr interessant. So, das war's schon mit dem Video. Schreibt unbedingt in die Kommentare, welche Produkte ihr bevorzugt, welche Erfahrungen ihr gemacht habt und was ihr von den Preisen haltet. Genau. So, dann hören wir uns beim nächsten Video und ich halte euch natürlich auf den Laufenden. Euer Pyroadler 98.